an einen wunderschönen Guten. Wir gehen da mal raus hei. Mein Jolo verkauf. Das war ein ganz normaler, lausiger Tag. Yep. Aus dem Nichts taucht das Glück auf und gibt mir einen Zungenkuss, während es mich befummelt. Yep. Wem soll ich dieses Bündel zuerst um die Ohren hauen? Marconi? Emerson? Meinem Kindergärtner, der mir sagte, ich würde es zu nichts bringen? Donald Trump hier. Ich bin auf direktem Weg zu einer Privatparty bei Hefner zu Hause, also fassen Sie sich kurz. Randall? Oh Gott! Oh Gott, oh Gott! Sally, was ist los? Randall! Es ist Matt! Matt ist... Oh mein Gott! Sally, komm schon! Du machst mir Angst! Was ist passiert? Du musst zu Matt nach Hause kommen! Jetzt! Was ist los? Hat ihm jemand seine Brieftasche geklaut oder sowas? Randall! Ich will das nicht am Telefon erzählen! Aber was hat Matt? Was hat er gemacht? Matt hat... Oh Gott! Ich brauch dich sofort hier! Was? Sally, du kannst nicht einfach auflegen. Verdammt! Hm. Ich muss zu Matt und rausfinden, was hier los ist, auch wenn es sicher enttäuschend ist. Genau wie 3D-Filme. Das stimmt. Avatar, die ganze Scheiß. Du. Ja, guck mal. Mats Wohnung. Aber geh mal mal da hin. Quasi versteckte Gegenstände, okay? Da ist immer gut zu wissen, dass es versteckte Gegenstände gibt, gell? So ja. Wow, was für eine Party. Was zum Teufel ist hier passiert? Ich komme so nicht zu Mats Wohnung, alles ist abgesperrt. Also, just for fun. Geh mal durch in der schwarzen Schwäße, du. Komm, denk damit raus. Verzeihung, Ma'am. Wissen Sie, was hier passiert ist? Sekunde eben, Marianne. Ich will kein Flyer. Hauen Sie ab. Was? Nein, warten Sie. Was? Was wollen Sie? Wissen Sie, was hier passiert ist? Moment mal. Sie sind Matthews Freund, der Kleptomantiker. Kleptomantiker? Echt jetzt? Egal, ja, das bin ich. Nun, ich bin seine Nachbarin. Und ich muss sagen, was Sie da auf dem Dach während Ihrer Weihnachtsfeier gemacht haben, gefiel mir gar nicht. Hören Sie mal, ich habe mich bereits beim Bürgermeister, dem Polizeichef und dem Tierschutzverein entschuldigt. Ich habe sogar eine Anzeige in der Zeitung geschaltet, um mich in aller Öffentlichkeit zu entschuldigen. Mein Sohn hat alles gesehen. Und glauben Sie mir, das hat einige schlimme seelische Schäden verursacht. Oh, shit. Ich weiß nicht, was Matthew dieses Mal angerichtet hat, aber es muss ernst sein. Sie lassen nämlich niemanden mehr in das Gebäude. Und jetzt verschwinden Sie! Oh, was für ein niedlicher kleiner Junge. Du bist hässlich. Also, das ist etwas subjektiv, meinst du nicht? Ich glaubte schon immer daran, dass wahre Schönheit... Du riechst nach Pippi und Popo. Bäh. Auch diesmal, Kleiner. Das ist deine Meinung. Die respektiere ich. Aber der Punkt ist, du solltest einfach... Schnauze, du Schwein! Du bist hässlich und blöd! Sprich nicht mit Fremden, Schatz. Wer weiß, was für schmutzige Sachen die reden. Du hast deine Mutter gehört, du kleiner Mesker. Ignoriere mich einfach. Du stinkst! Okay. Entschuldigung. Ich würde gern da ins Gebäude, wenn ich darf. Sehe ich aus wie jemand vom CSI? Sprechen Sie mit dem Kopf da drüben! Okay. Ich gebe mal so einen... Da kann man sowieso in dran aufgespeichert sein. Gehen wir mal mit dem durchschwätzen. Morgen. Wie läuft das Geschäft? Läuft. Gerade scheint es etwas mehr zu werden. Schön für dich. Irgendeine Idee, was hier passiert ist? Nö, aber wen interessiert's? Ist eh immer dasselbe. Raub, Schießereien, Rosasierung, Zeitbomben. Alter, wovon zum Geier redest du da? Oder ein riesiger Marshmallow-Mann? Oh, wie geil das ist, Leute. Oh, alle die Ausspielungen und die Filme rein, das ist so geil. Das sind meine Lieblingssagas. Okay, du bist cool. Keine Ahnung, was du meinst. Oh, komm schon, bring mich nicht dazu, mir Orangenschalen zwischen die Zähne zu stecken und dich fertig zu machen, bis du alle deine Sünden gestehst.
Okay, erwischt. Ich liebe einfach gute Filme, die mindestens 15 Jahre alt sind. Gibt's denn noch andere? Du sagst es. Also, komm, du kannst wohl den Hotdog gehen. Okay, da du noch nicht nachgefragt hast, mach ich mal. Ein Hotdog mit allen, bitte. Danke. Gern, aber leider ist das nicht möglich. Mein Gas ist alle und ich brauche eine neue Flasche für den Kocher. Hast du keinen Ersatz? Hast du keinen Ersatz? Wenn es so wäre, wäre es mit dem Hotdog auch kein Problem, oder? Ich weiß nicht. Das ist logisch. Die Wege menschlicher Dummheit sind unergründlich. Oh. Amen. Komm. Warum holst du dir nicht einfach eine neue Flasche? Wenn das mal ginge. Aber ich kann den würstchenfressenden Kopf da nicht aus den Augen lassen. Der allein bringt meine Kinder durchs College. Verstehe. Aber weißt du, wenn du nichts zu verkaufen hast, wie willst du ihm dann was verkaufen? Ach, du verstehst nicht, Junge. Der Cop da ist heiß begehrt bei jedem Bastard der Hotdog-Gilde. Wenn ich auch nur eine Sekunde nicht aufpasse, stürzt sich Abe Froman, der Wurstkönig von Chicago, direkt auf ihn. Okay, naja, ich hab ja keine Ahnung, aber ist hier rumstehen ohne was zu verkaufen nicht echt schlecht fürs Geschäft? Ja, wenn du das so sagst, klingt es echt blöd. Ich würde sagen, du brauchst sofort eine neue Gasflasche. Glaub mir, ich kann Marys Magen bis hierher hören. Hey, Sekunde. Hat Froman dich geschickt? Der will mir mein Monopol auf diese Pac-Man-artige Fressmaschine wegnehmen, was? Nur über meine Leiche. Okay. Wenn ich so deine Filmvorlieben bedenke, würde ich jetzt mal sagen, wir kamen, wir sahen, wir haben ihn in den Arsch getreten. Wohlgesprochen, Freund. Jo. Jetzt kann ich dir vertrauen. Er hat mich vollgeschleimt. Wäre auch noch akzeptabel gewesen. Okay, jetzt wo wir Freunde sind, kann ich bitte einen Hotdog haben? Tut mir leid, ich habe immer noch dieses kleine Gasproblem. Aber jetzt wo wir Freunde sind, kann ich dir die Mission anvertrauen, eine neue Flasche zu besorgen. Eine gefährliche, von Mysterien durchzogene Queste. Oh, jetzt wo wir Freunde sind, darf ich die Drecksarbeit für dich machen. Schon klar. Ganz genau. Sag mir einfach, wo es hingeht, damit wir es hinter uns bringen können. Alter. Kennst du Mels Pfandleihe? Ja. Klar. Der gute alte Mel. Jetzt weiß ich auch, was du mit gefährliche Queste meintest. Aber warum zur Hölle kaufst du denn Gas beim Pfandleiher? Naja, Mel macht gute Preise und bietet einen schnellen, effizienten und sehr persönlichen Service. Oh, verstehe. Geklautes Gas, hm? Vielleicht. Okay, kein Problem. Hab gerade erst Geschäfte mit ihm gemacht. Gib mir eine Minute. Okay. Da. Dann gehen wir zurück bei B-Bahn und dann gehen wir gucken, für die Gasflasche zu füllen und Mel's Pawn Shop. Entschuldige, Mel. Kann ich dich mal kurz sprechen? Hab grad Kundschaft. Ich komm gleich zu dir. Schon okay, ich wollte eh nur... Ich sagte gerade, du sollst warten. Pass auf, dass es nicht nochmal sagen muss. Weil sonst sag ich's dir nochmal. Wow, keine Sorge, nicht nötig. Du kannst also den Deal mit den Riffs klar machen. Na sicher. Pünktlich und zu einem sehr guten Preis. Erstmal mit Mel reden, damit's keine Missverständnisse gibt. Wie spät ist es? Keine Ahnung, aber entspann dich. Du hast noch viel Zeit. Was ist mit der Konkurrenz? Ist alles noch unter Kontrolle? Die Turnbulls, die Orphans und die Furies werden stillhalten. Und ich glaube nicht, dass die Lassies Probleme machen. Kleines Loch seitlich in der Uhr. Du kannst also den Deal mit den Riffs klar machen. Na sicher. Pünktlich und zu einem sehr guten Preis. Ich sollte allerdings los, wenn ich es noch schaffen will.
Wie spät ist es? Keine Ahnung, aber entspann dich. Hast noch viel Zeit. Was ist mit der Konkurrenz? Sehen wir das Ding auf. Kontrolle. Die Turnbulls, die Orphans und die Furies werden stillhalten. Und ich glaube, okay, es ist Zeit. Die Lieferung kommt bald an. Okay. Ich gehe besser. Bis dann, Mel. Kannst du ja mal zuhören, ja? Ne, Schatz. Ja, das Schatz wohl auch mal. Guck mal, mein Gast. Hi, Mel. Hey, Randall? Randall, klar. Wie kann ich dir helfen? Hast du noch mehr Ringe für mich? Eigentlich bin ich dieses Mal für jemand anders hier. Okay, dann schieß mal los. Ich weiß den Namen von dem Typen eigentlich nicht. Ist dieser Hotdog-Verkäufer, den ich gerade erst kennengelernt habe. Aber du weißt ja, ich bin einfach ein guter Samariter. Aber egal, red weiter. Ja, also der Typ war hier, um eine neue Gasflasche zu kaufen. Aber wie sich rausstellte, war die, die du ihm verkauft hast, leer. Echt? Hast du eine Quittung? Klar habe ich die. Was denkst du denn, was ich für einer bin? Jemand, der Sachen verlangt, ohne überhaupt eine Quittung zu haben? Würde mich jetzt nicht überraschen. Hey. Das ist sie. Okay, Mann. Weiß gar nicht, wie das passieren konnte. Ich werde sie heute vorm Dichtmachen auffüllen. Du kannst die da neben der Uhr haben, die ist voll. Danke. Das ist sehr freundlich. Jo, das war's dann gewesen. Das kann ich ja schaffen, tut euch gefallen. Für mich Tschüssikowski und have a nice day.